Servus miteinander, wieder aus dem Zentrum des Gamings München. Ihr seid es ja schon gewohnt, mit mir natürlich Schnicks2519 wieder mit an Bord. Hallo. Und mein Name ist natürlich Dai, einfach mal merken für die Zukunft. Genau, Gamers Academy ist wieder live mit euch, bei euch, für euch da. Und heute geht es eigentlich um Wingplay. Auf dieses Thema kommen wir natürlich später wieder zurück. Ich möchte Lukas mal ein paar Sachen erstmal fragen. Lukas, wie geht's dir? Was hast du die letzten Tage so getrieben? Ja, es geht nicht viel bis auf Zocken eigentlich. Ich habe viel an meinen Taktiken gefeilt, viel an meinem Team gefeilt, neue Sachen probiert und natürlich wie immer versucht, aufs nächste Level zu kommen, den nächsten Step zu erreichen. Und ja, hat sich einiges getan. Sehr schön, sehr schön. Genau, Wingplay. Es ist ja im Fußball recht einfach. Im Amateurbereich, der schnelle Spieler ist auf den Außen. Ja. Steiler Ball auf den schnellen Spieler, der bringt die Flanke rein. Dann hast du vorne noch einen, der echt langsam ist, aber kopfballstark ist, der macht das Tor. So, bei FIFA war es ja auch lange Zeit so, dass man die schnellen Spieler auf Außen gestellt hat und vor allem als schlechter oder mittelguter Spieler, ich will es nicht schlecht sagen, als mittelguter Spieler, ja, vielleicht so vor ein, zwei Jahren Aubameyang bei Dortmund rechts laufen lassen oder links laufen lassen und dann mit Flanken und Pässen ins Zentrum einfach mal Tore gemacht. Genau. Wie einfach ist das gerade bei FIFA 20? Beziehungsweise fangen wir doch mit der Frage an, was ist oder wer ist dein Lieblings-Außenstürmer, Außenspieler? Okay, also man braucht ein bestimmtes Profil als Außenspieler, vor allem bei FIFA 20. Eins der Profile ist, er sollte auf jeden Fall mindestens 4 Sterne Spezialbewegungen haben. Er sollte 4 Sterne schwacher Fuß, wenn möglich, haben, solides Passspiel, natürlich schnell sein und vor allem wendig und beweglich, damit er an den Gegenspielern auch mal vorbeikommt und man nicht weiß, zieht er in die Mitte, geht er über außen. Es soll ein sehr variabler Spieler sein und natürlich auch einen soliden Torabschluss haben. Das heißt, wenn er vor der Kiste steht, sollte der Ball auch sitzen. Okay, okay. Das heißt, in deinem Team im Moment, deine Lieblingsspieler, die du hast, draußen? Daniel James ist absolut von Man United. Der prädestinierte Flügelspieler, den ich in FIFA 20 neben Ryan kennengelernt habe. Und das sollten sie sein, ja. Typische Fußballerfrage bzw. FIFA-Frage, wenn du das Geld der Welt hättest, welche zwei Flügelspieler auf links und rechts würdest du dir holen? Also ich würde mir, ich würde mir den Saint-Maximin holen von Newcastle United, die Foot-Birthday-Karte. Der hat 5 Sterne Spezialbewegungen, ich glaube 5 Sterne schwacher Fuß, ist unglaublich schnell, unglaublich trickreich. Kann vor dem Tor jederzeit ein Tor erzielen. Das wäre einer der beiden, die ich auf jeden Fall nehmen würde. Dann, wie gesagt, Daniel James ist ein super Spieler, der war relativ den günstig. Hast du ja schon. Den habe ich schon. Ryan Kent würde ich im Nachhinein noch die SBC machen, habe ich leider damals verpasst. Wen würde es noch geben? Natürlich einen Kylian Mbappé, den ich in-game dann auf die Außen stellen würde. Kann sich gut durchsetzen, kann in die Mitte ziehen, kann über Außen gehen. Genau, solche Spieler braucht man da. Man spielt normalerweise immer im 4-4-2 oder 4-2-3-1-System. Das heißt, natürlich hast du auf den Außen Defensiven, hast du auch Außenspieler. Welche Rolle spielen die bei Flügelspielen, Flankenspielen und welche Spieler hast du da? Genau. Und also, empfiehlst du auch? Du redest jetzt von den Außenverteidigern. In erster Linie ist es wichtig, dass sie absichern, wenn der Gegner an den Ball kommt, dass wenn Konter gefahren wird, noch 2 Außenspieler da sind, die eventuell den gegnerischen Angriff abfangen können. Deswegen habe ich meine Außenverteidiger auf Hintenbleiben bei Angriffen gestellt. Sie gehen natürlich trotzdem mit vor, in erster Linie gehen halt nicht zur Grundlinie, wie man es sonst kennt. Also da laufen wenig, aber gerade um ein Dreieck aufzubauen über die Außen im Kombinationsspiel mit vielleicht einem Sechser noch und dem rechten bzw. linken Flügelspieler ist der Außenverteidiger immens wichtig, um den Ball in die gegnerische Hälfte zu tragen und vielleicht auch mal nach einem Seitenwechsel einen schnellen, langen Ball auf den Flügelspieler zu spielen und der dann durch ist. Das heißt, du stellst im Moment die zwei Außenverteidiger mit welchem Namen auf? Ich habe, wen habe ich denn zurzeit? Ich habe einen Alphonso Davies, hat eine Arbeitsrate hoch, der ist offensiv sehr stark, ist defensiv aber auch gut, gewinnt die Zweikämpfe, ist robust, ist technisch stark, hat ein solides Passspiel, das ist natürlich auch immer sehr wichtig. Also ich schaue, dass ich jetzt keinen Außenverteidiger habe, der einen Passwert von 60 bis 70 hat. Da gehen einfach zu viele Bälle in der Vorwärtsbewegung verloren. Und auf der anderen Seite habe ich einen Liner von Borussia Mönchengladbach, sehr zweikampfstark auch, kann sich auch gut im Zweikampf behaupten, kann gute Bälle spielen, hat ein solides Dribbling und das sind so zwei Außenverteidiger, die mir sehr gut gefallen im Moment. Letzte Frage noch, wenn du das Geld der Welt hättest, welche zwei Außenverteidiger holst du? Ja, schwer zu sagen, da jetzt die Team of the Season Spieler bzw. Mannschaften anstehen, wen würde ich mir holen? Also ich denke, auf der linken Seite wird es auf jeden Fall der Prime Roberto Carlos werden. Und auf der rechten Seite wahrscheinlich Prime Capita, beide Brasilianer, beides Ikonen, perfekt zu linken.
Oder natürlich rechts hinten wäre eine andere Option, der Trent Alexander-Arnold, Team of the Year. Das ist eine brutale Karte, den kann man auch mal in-game auf die 6 stellen. Und ja, die würden es auf jeden Fall werden. Cool, cool, cool. Also, es geht heute um Flügelspiel. Wieso ist Flügelspiel wichtig? Wir haben ja letzte Woche Chance Creation durchgenommen. Chancen kreieren, wie man besser Tore schießen kann, ja, beziehungsweise mehr Tore schießen kann. Und heute geht es einfach darum, wie schaffe ich das über das Flügelspiel, natürlich meinen Gegner zu überlaufen, zu überspielen und somit auch mehr Tore zu schießen. Mhm. All das, was euch Lukas jetzt gleich erzählen werdet, werdet ihr natürlich auch in unserem Skillbook finden unter www.gamers-academy.com. Einer der Autoren, einer der Coaches, der das natürlich mit erstellt hat, ist Schnicks2519. Genau, also fangen wir doch mal an. Erklär uns doch mal, was Flügelspiel für dich bedeutet, beziehungsweise wie die Zuschauer und die FIFA-Zocker es natürlich auch in der Zukunft besser machen können, um auch mehr Tore zu schießen. Ja, wollen wir da gleich ins Spiel reinstarten? Ich denke, dass wir es, wenn wir es in einem Spiel erklären, soll es auf jeden Fall besser sein. Ich weiß, Dai, du hast ordentlich geübt, aber probieren wir es einfach mal, ein paar Spielsituationen zu kreieren und in den jeweiligen Situationen dann zu beschreiben, was in dem Fall der bessere Weg wäre. Alles klar. Ich würde die Aufstellung bei beiden im Moment auf die 4-4-2-Formation machen. Gehen wir einfach auf ein klassisches Spiel. Ich nehme wie immer Paris. Aber wir können auch mal mit Frauen spielen. Wie wäre es denn heute mal mit Frauen? Sehr schön, interessant. Hier, dann nehme ich gleich mal, ich nehme hier Deutschland. Dann nehme ich natürlich Japan. Ist klar. Denn du musst schon auf die Frauen gehen. Weiter zur Frauenteam, also genau. Also ich habe hier Deutschland, sind leider nicht alle da. Ah, Japan ist sogar dabei, sehr gut. Super. Dann machen wir schnell die Aufstellungen. Also wie gesagt, ich spiele gerne oder viele Leute spielen sehr gerne 4-2-3-1 beziehungsweise die 4-4-2-Formation. Ich entscheide mich jetzt mal für die 4-4-2-Formation. Und zwar für die flache. Und ich bin schon an der flachen 4-4-2 drin. Sehr gut. Dann können wir gleich mal starten. Also wenn man außen den Ball hat, hat man natürlich zwei Möglichkeiten und es kommt auch darauf an, wo man den Ball hat. Wenn ich jetzt als rechter Außenverteidiger beziehungsweise linker Außenverteidiger den Ball habe, ist es sinnvoll, das Spiel kontrolliert und trotzdem relativ schnell aufzubauen. Mhm. Wenn ich vorne bin, habe ich die Möglichkeit, gehe ich entweder zur Grundlinie oder ziehe ich in die Mitte, beziehungsweise spiele einen Spieler in der Mitte an. Es werden gleich alles der Reihe nach durchgehen. Es gibt auch ein, zwei Tricks, die sehr, sehr hilfreich an der Außenlinie sind. Werden wir gleich alles besprechen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sich die Damen hier so schlagen. Fangen wir doch mal mit Visualisierung des Dreiecks an, oder? Genau. Es ist ganz einfach, es ist in unserem Skillbook auch gut erklärt. Jetzt hat der Dai praktisch hier hinten rechts den Ball. Ich nutze jetzt natürlich die Situation aus und bringe den Ball mal nach vorne. Schauen wir mal, ob die Frau... So, ich schnappe ihn mir jetzt mal. So, jetzt können wir es mal gut erklären. Also, ich habe hier die rechte Außenverteidigerin und ich kann entweder die Linie lang spielen oder hier in die Mitte rein. Und ich sehe, auf der anderen Seite ist frei, haben wir hier wieder das Dreieck. Ich habe die Außenverteidigerin, ich habe die Zentrale in der Mitte und ich habe die an der Linie. Und so gilt es einfach, schnelle Kombinationen mit diesem Dreieck, das ich hier gerade anspiele, versuchen zu kreieren. Wenn ich weiter vorne bin, praktisch mit der Außenspielerin den Ball habe, habe ich wieder die Möglichkeit, spiele ich sie zentral an oder spiele ich hinten die Außenverteidigerin an. Generell geht es in FIFA darum, Dreiecke zu kreieren, um möglichst gute Tore oder möglichst gute Situationen herbeizuführen, die dann zu Toren führen. Und hier außen habe ich jetzt die Möglichkeit, entweder spiele ich wieder zurück und versuche dann den Pass in die Mitte zu finden und einen Abschluss zu suchen oder ich gehe über die Außen. Kommt immer darauf an, wie der Gegner zustellt, wie sehr er Druck macht. Der Dai macht es nicht gut normalerweise, aber heute macht das nicht schlecht. Also die nächste Situation, wenn wir den Ball haben, schon haben wir ihn, hat er nochmal gut abgefangen. Also es ist theoretisch, beziehungsweise eigentlich ist es genau dasselbe wie im echten Fußball. Genau. Dreiecke bilden, genau, und den Raum nutzen für die Außen. Jetzt siehst du es hier wieder, jetzt hast du theoretisch die nach vorne, die Anspielsituation oder nach hinten, um nochmal neu aufzubauen. Jetzt wechseln wir mal schnell die Seiten. Die andere Möglichkeit ist natürlich, mit der Flügelspielerin den Ball hier lang nach vorne zu schicken, wenn der Seitenwechsel entsteht. Aber ich würde generell euch immer empfehlen, kurze Pässe zu spielen, möglichst sichere Pässe, damit ihr in keine Konter reinläuft. So, der nächste Punkt ist natürlich, man kann auch die Spieler dirigieren, richtig? Genau, man kann die Spieler dirigieren und zwar mit R1 und L1. Man sollte den Spieler, den man dirigieren will, anschauen und dann die jeweiligen Tasten drücken. Mit L1 schickst du den Spieler bzw. die Spielerin nach vorne. Mit R1 holst du sie zu sich. Ich mache es jetzt mal hier mit der Außenverteidigerin. Ich drücke R1. Mit L1 schicke ich sie? Mit L1 schickst du sie, mit R1 holst du sie. Mhm. Ich mache es hier nochmal. Ich drücke R1, die Außenverteidigerin kommt.
Hier ist es natürlich nicht so wichtig, aber wenn ich jetzt mal die Stürmerin anspielen will, R1 gedrückt, ist sie da. Außenspielerin, R1 gedrückt, kommt sie näher. Das Ganze kann ich jetzt auch mit L1 machen, dann schicke ich die Spieler aber. Und zwar ist es in einer Situation, wenn ich mit der Außenverteidigerin den Ball habe und dann den Ball in den Lauf spiele. Oder hier mit der Außenspielerin, ich drücke L1 und die Mitspielerin läuft in die Gasse. Ah, okay, okay. Genau, das sind zwei so Varianten, die sehr wichtig sind, vor allem wenn man die Außenverteidiger, schieße ich mal schnell ein Tor, wenn man die Außenverteidiger eingestellt hat, dass sie hinten bleiben bei Angriffen. Ich kann aber trotzdem, wenn ich zur Außenspielerin spiele, mal einen Doppelpass machen oder trotzdem forcieren, dass die Außenspieler hinterlaufen und schicke sie dann praktisch mit L1 in den Raum. Das wären so die zwei Möglichkeiten. R1 macht man eher, also praktisch den Mitspieler zu sich holen, wenn man einen Stürmer anspielen will, der gerade hinter dem Gegner ist, hier zum Beispiel, ist sie da. Und L1 macht man eher, wenn man die außen schickt. Ich habe sie da jetzt rechts außen geschickt und kann sie jetzt in einem Raum anspielen, aber hat er da gut zugestellt und hat gut aufgepasst. Das sind die zwei Möglichkeiten, wie man seine Mitspieler besser coacht und dirigiert und neue Chancen kreiert. Das heißt, sobald ich jetzt mal den Ball habe, werde ich natürlich mein Außenspiel forcieren. Genau. Ich habe mit den Japanerinnen ein sehr, sehr schnelles Spiel auf den Außen. Ach so, ist das so? Das ist eine Weisheit, eine Wissen. Weisheit eine flinke Truppe auf jeden Fall. Wir sind natürlich ein fauler Schiedsrichter, wir sind noch nicht bei faulen Lukas. Ja. So, haben wir es hier wieder. Schauen wir, dass wir wieder ein Dreieck bilden hier zwischen den drei Spielern. Und dann kann man auch mal schnell in die Mitte spielen und versuchen, dann die Stürmerin anzuspielen, sie schnell zu drehen und ins kurze Eck zu spielen. Genau, das sind erstmal die Sachen, die man als Mannschaft braucht. Und dann gibt es natürlich noch Tricks, die man auf den Außenpositionen anwenden kann, die ultra wichtig sind. Zum Beispiel in der Situation, da wäre der McGeady-Spin jetzt die richtige Option gewesen. Hier schau mal, du brauchst einen 4-Sterne-Skiller für den Berbatov bzw. den McGeady-Spin. Funktioniert am besten, wenn eine Gegnerin läuft und ich nach innen abkappen will. Ah, okay. Hast du gerade gesehen? Ich Körper reinstellen, genau. Ich probiere es nochmal auf der anderen Seite. Ich bin hier außen, die Gegnerin kommt und zack, bin ich in der Mitte vorbei. Stark, ganz einfach, wenn du mit dem rechten Steuerknüppel in die Richtung nach vorne lenkst, wo du hinläufst und dann in die Richtung, wo du danach hinlaufen willst. Das heißt hier nach vorne und nach links. Wenn sie einen 4-Sterne-Skiller hat, würde es auch funktionieren. Hier nach vorne und nach rechts. Und hier bin ich. Die 5-Sterne-Skiller machen das Ganze einfach noch ein bisschen schneller, noch ein bisschen, würde ich mal sagen, eleganter. Man ist schneller am Gegner vorbei. Aber es ist einer der wertvollsten Tricks, die du über die Außen machen kannst. Also erzähl mir nochmal, McGeady-Spin geht. Ich würde ihn nicht mit der machen. Ich glaube, von ihrer Statur her sieht sie aus wie eine Innenverteidigerin. Ich gehe hier nach vorne. Du brauchst einen 4-Sterne-Skiller, das ist ganz wichtig. Kennst du eine von deinem Team, die einen 4-Sterne-Skiller hat? Also ich gehe nach vorne. Mit dem rechten Steuerknüppel in die Richtung, wo du läufst und dann nach links oder rechts, wo du hinlaufen willst. Versuch nicht ins Auszulaufen. Ui, schöner Schuss. Also wie gesagt, das ist ein Trick, um den Verteidiger zu typieren. Am besten, wenn er direkt neben dir steht, dass du dann hinter ihm vorbeikommst und eine neue Spielsituation hast. Alles klar. Es gibt noch einen weiteren. Genau. Das wäre der Free Touch Roulette. Der ist einer meiner persönlichen Favoriten. Zeige ich euch direkt in der zweiten Halbzeit. Und zwar der Free Touch Roulette ist mit der einzige Trick, wo du möglichst wenig Tempo verlierst und gleichzeitig die Richtung um 180 Grad wechselst. Ist etwas komplizierter. Hier seht ihr ihn. Ich gehe praktisch in eine Richtung und bin hier mit 180 Grad ohne Tempoverlust in die andere Richtung wieder unterwegs. Der Gegner kann das so gut wie gar nicht verteidigen. Ist es auch sehr hilfreich, wenn ich vor dem 16er mit dem Rücken zum gegnerischen Tor bin, weglaufe, vielleicht einen Innenverteidiger im Rücken habe und dann den Trick mache, ist es unglaublich schwer für den Gegner darauf zu reagieren. Das Ganze geht auch über die Außen natürlich. Wenn ich hier über die Außen laufe, sehe, okay, ich habe keine Anspielstation, drehe ich und spiele über die andere Seite wieder weiter. So kann man sehr schnell eben eine gefährliche Situation entstehen lassen. Und wie mache ich das nochmal genau? Du gehst praktisch mit dem rechten Steuerknüppel, mit dem rechten Steuerstick praktisch, in die entgegengesetzte Richtung, die du läufst, und dann nach links oder rechts und gleichzeitig hältst du L2. Du brauchst wieder einen 4-Sterne-Skiller. Also du rennst, hast den rechten Joystick, drückst ihn in die entgegengesetzte Richtung, von der du läufst, und dann nach links oder rechts, natürlich immer basierend
von der Position, wo du gerade stehst und gleichzeitig hältst du L2. Ist etwas komplizierter. Wenn man es ein paar Mal geübt hat, ist L2. Es aber absolut möglich. Genau, L2 halten in der Zeit. Genau, jetzt probierst du mal nach hinten und nach links. Oh Gott, Dai. Ob das noch was mit dir wird dieses Jahr. Vielleicht solltest du dir unser Skillbook nochmal anschauen. Ich zeig's nochmal. Hier. Du hast hier immer den schönen Richtungswechsel drin. Ich habe hier den Controller hinter und rüber. Hinter und rüber. Und das Ganze ist halt effektiv, wenn du wirklich einen schnellen Richtungswechsel haben willst, wenn du dich aus einer Situation befreien willst, wenn es gerade eng wird, dann ist das ein super, super Trick. Jetzt habe ich sie mit L1 geschickt, damit sie in den Raum geht und bin hier alleine vorm Tor und kann abschließen. Super, beide Tricks zusammen oder beide Skills zusammen kombiniert. Also ihr seht es schon, Flügelspiel kann man natürlich extrem gut im Spiel auch anwenden, ist auch sehr, sehr effektiv. Und hier sind Momente natürlich gegeben, dass man auch besondere Tricks und Skills anwendet, um sich selber Platz zu schaffen und auch Zeit. Genau, natürlich. Also es ist essentiell, desto höher das Niveau ist, desto weniger Platz und desto weniger Zeit hast du natürlich. Und du musst sehr schnell auf die Sachen reagieren, die der Gegner macht. Der Gegner verteidigt oft gut, stellt gut zu. Und mit ein paar einfachen, in Anführungszeichen, einfachen Tricks kannst du dir die Vorteile erschaffen, um vielleicht doch noch zum Abschluss zu kommen, um vielleicht doch noch mal die Torschuss zu haben. Und dann gewinnst du auch mal die engen Spiele und wirst Stück für Stück besser. Deswegen sind sie so essentiell, diese kleinen, aber feinen Tricks. Hier haben wir es wieder. Drehung, stehe ich direkt vorm Tor. Sehr schön, sehr schön. Genau, Lukas, du hast in den letzten paar Wochen nicht nur das Skillbook mit erstellt, sondern du arbeitest gerade an einem größeren Projekt, wie ich mitbekommen habe. Genau. Ich habe mich mit ein paar anderen E-Sportlern bzw. Pro-Gamern zusammengetan, unter anderem der Ex-Europameister Kevin Reiser ist dabei und noch andere, deren Namen ich leider noch nicht verraten darf. Wir arbeiten an einem großen Projekt, das Skillbook war jetzt das erste, was wir rausgebracht haben und jetzt geht es wirklich darum, die ganzen Gamer auf der Welt Stück für Stück zu verbessern, individuell auf die Stärken und Schwächen jedes Einzelnen einzugehen. Also da erwartet euch die nächsten Wochen und Monaten wirklich was Großes. Könnt ihr gespannt drauf sein, auf jeden Fall. Lukas weiß, wovon er spricht. Ich weiß es natürlich auch. Werde es natürlich nicht verraten. Ja. Es ist aber riesig. Und ja, wir sind schon alle gespannt. So, dann das heißt eigentlich, es ist schon Zeit für Hau den Lukas, beziehungsweise Faul den Lukas. Okay. Aber nachdem du ja letztens geschlagen worden bist und das Ganze einfach... Ich bin ganz bitter besiegt worden. Ja, dass du da doch nicht mental mithalten konntest. Ja. Hast du jetzt einen Vorschlag, dass wir was Neues spielen, richtig? Wir könnten theoretisch Überraschungsball spielen. Und zwar geht es darum, oder ist es ein Spielformat, wo der Ball jedes Mal, wenn er im Aus ist, beziehungsweise wenn eine Spielunterbrechung geschieht, seine Fähigkeit wechselt. Einmal hat man ein perfektes Passspiel, einmal hat man einen perfekten Schuss, einmal hat man ein perfektes Dribbling. Und dann zählen auch Tore unterschiedlich. Manchmal zählt ein Tor dreifach. Also, Dai, du hast eine große Chance, das Ding zu gewinnen heute. Ich bin mal sehr gespannt. Ich würde sagen, wir gehen gleich mal rein. Mit deinen Japanerinnen wirst du das Spiel wahrscheinlich nicht mehr gewinnen. Spielen wir. Das ist auf jeden Fall ein Überraschungsball. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Spiel. Diesmal darf ich auch Tore schießen und du darfst mich natürlich umholzen, aber du gewinnst nicht, wenn du keine Spieler mehr auf dem Platz hast wie sonst. Hier haben wir den Überraschungsball drin. Wen nehmen wir denn? Wollen wir wieder die Frauen nehmen? Fand ich ganz amüsant. Klar. Ich hab hier, sollen wir andere Mannschaft nehmen? Wir können auch andere, wie du willst. International. Also, international klingt doch auch gut. Das ist eigentlich recht egal, weil die spielen, du nimmst die Brasilianer. Die Brasilianer sind aber nicht die Truppe, die du in echt kennst, ne? Weil die haben keine Lizenz bekommen bei EA. Richtig. Das heißt, richtig. Du würdest nur mit Neymar und lauter erfundenen Spielern spielen. Kannst du natürlich auch gerne machen. Genauso wie. Aber siehst du mal, wie fair ich. Siehst du mal, die Juventus hat nur den Namen nicht. Genau. Die Spieler hat den Namen nicht und Brasilien hat die Spieler nicht. Ja, dann nehme ich doch mal. Ist eigentlich eh relativ egal, da die Spieler aufgepeppt werden. So, starten wir gleich mal rein. Ich sehe schon, mein Jonas Hector ist bereit für das Spiel. So, du hast natürlich kleine, flinke Spiele wie ein Insigne und halt Knipser wie ein Immobile. Ich bin mal gespannt, wer da bei Deutschland jetzt aufgestellt ist. Du schießt natürlich wieder das einzige Hindernis, das eine 100 Meter breit ist. Schießt du natürlich wieder ab. Schau. Oh Gott. Überraschungsball. Ja, wie gesagt, wenn du da das Schussding hast, dann kannst du wirklich ein paar Tore mal schießen. Hier rechts oben müsste es gleich eingeblendet werden, Passspielboost, das ist natürlich auch wichtig.
wäre mir der Liebste, wenn ich ehrlich bin. So kann man also es geht erstmal darum, dass ich den Ball besitze und natürlich meine Quote im Ballbesitz ein bisschen nach oben treibe. Ja, mach das ruhig. Das ist mein Ziel. Spiel ruhig die Bälle hinten rum. Hinten rum, so wie es die Italiener auch machen würden, Catenaccio. Probierst du vielleicht die Dreiecke aus mal, die wir gerade noch gezeigt haben. Oder du verlierst den Ball. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. So, wen haben wir denn da? Julian Brandt, machen wir ein Free-Touch-Roulette. Sind wir wieder auf der anderen Seite. Spielen rüber, über Groß, über Kimmich. Haben hier den Zentralen vor uns. Brechen nochmal ab und schießen ihn rein. Und da haben wir das 1-0. Heute kenne ich mal wenig Gnade mit dir, glaube ich. Ja, ja. Der Ilkay Gündogan, schon, der freut sich schön im Rasenmäher. Und schauen wir mal, was wir jetzt für einen Ball bekommen. Ja, weil du spielst erstmal wieder schön hinten rum, sehe ich. Auf Sicherheit bedacht. Tempo-Boost. Das heißt, wenn du jetzt schnell läufst, kann ich dich nicht einholen. Du müsstest eigentlich ein Tor damit erzielen. Aber ich faul dich. Und, das ist ein Foul. Ich habe ein taktisches Foul praktisch. Krieg nicht mal Geld dafür. Jetzt hast du den Schießen-Boost. Uff. Also wenn du jetzt hier 20, 30 Meter, ja, das bist du ein bisschen weit weg, aber 20, 30 Meter vorm Tor wird da schon was gehen. Was haben wir denn hier? Spielen wir mal kurz von Matthias Ginter. Beim Dribbling-Boost haben, glaube ich, alle 5 Sterne. Ja, die haben alle 5 Sterne Spezialbewegung. Ganz lustig. Das heißt, ich könnte theoretisch auch mit einem Neuer mal nach vorne gehen, oder? Das heißt, wir spielen wieder Hau den Lukas. Oder Foul den Lukas. Der ist schön, der Trick. Der Neuer, der geht hier durch. Jetzt gibt er ihn ab und der Gnabry macht ihn rein. Sehr gut, Neuer, erster Assist im 100. Ich bin mal gespannt, was kommt jetzt. Den Schussboost würde ich mal gerne wieder nehmen. Ja, probier es nochmal von der Mittellinie. Passspielboost, das tut dir auch mal ganz gut. Ich denke, ab der zweiten Hälfte zählen dann auch Tore mehrfach praktisch. In der ersten Hälfte hast du noch Glück. Ja, deswegen gebe ich dir natürlich auch einen fairen Vorsprung. Ach so, in der zweiten Hälfte vielen Dank werde ich die Tore natürlich versenken. Hättest du den Ball fast mal gehabt, schau. Hier verzögern wir nochmal, schauen, ob in der Mitte einer steht. Da steht einer und machen ihn rein. Herrlich. Ja, du bist offen wie ein Scheunentor, Dai. Ja, ich muss dir natürlich eine Chance geben. Das der ist Profi darf sagen. Natürlich jetzt... ich darf natürlich nicht schlecht aussehen. Richtig. So, Dribbling Boost, jetzt kannst du mal schauen oder zeigen, was du für Skills hast. Du nicht nur rennen, Tricks. Weg ist er. Toni Kroos. Den Trick mache ich natürlich auch sehr gerne. So, was haben wir denn hier? Der ist auch sehr schön. Kennst du dich noch aus? Ist hier schwindelig oder geht's noch? Ja, ich warte noch, bis du vor meinem Tor kommst, dann... So. Ui, dann hat er mir abgenommen. Sei richtig, richtig gut verteidigt. Ja, stand natürlich auch in der Bildzeitung. Okay. Jawohl, erstmal lang rausschlagen. Dann gehen wir doch mal wieder unseren Manu ins Tor. Und über ihn drüber. Herrlich. So, jetzt schießt er ihn aber selber mal rein. Sehr schön. Ui, hat er gut abgewehrt. Jetzt kannst du ein Tor machen. Neuer ist nicht da, aber wir sind da. Spielen wir wieder zu Manuel. Jetzt geht er mal durch, Junge. Ja, faul. Das ist rot. Das, Schiri, das muss rot sein. Ja, das gibt auch rot. So wie er da aggressiv hinläuft, schau mal an. Oh, nee, könnte sogar nur gelb sein. Toni Kroos, schau mal, wie die Freistoßskills sind. Den hat er, der war zu weit weg leider. Der Neuer schon wieder zurück im Tor, das ist natürlich schade. Ja. Schön rausgeworfen zu mir, das hast du gut gemacht. Was ist denn? Schießen-Booster? Da hätte ich sogar schießen können. Sei wichtig, erst in meiner Hälfte schießen, ja? Sonst kommt er gar nicht aufs Tor. Ich probiere es mal mit dem Brand. Schön Schlenzer. Ah, hält er gut. Schön gehalten, wer ist denn das? Gigi Donnarumma. Ja. Der hat auch noch eine brutale Karriere vor sich. Oh, Dribbling-Boost mal 2, jetzt zählt sogar doppelt. Das heißt, wenn du jetzt ein Tor schießt, zählt es tatsächlich doppelt. Das ist natürlich tragisch. Aber dann verteidigst du gut. Jetzt zählt es bei dir auch doppelt. Jetzt kannst du mal einen Konter fahren. Nee, das lassen wir nicht zu. Jonas Hector, da wieder in der Mitte drin. Voll, Schiedsrichter. Das gibt's ja nicht. Der hackt da hinten rum. Da habe ich doch einen gesehen. Leise. Da hast du einen gesehen, ja. Den Neuer hast du da gesehen. Machen wir mal die nächsten Tore, dass der da ja auch nicht zu übermütig wird. Den schicken wir hier. Der zählt immer noch doppelt. Jetzt habt ihr es praktisch gesehen, der Ball war noch nicht im Aus. Jetzt habt ihr praktisch gesehen, wie ich mit L1 den Brand geschickt habe. Oh, den wehrt er gut ab. So,
groß, jetzt musstest du mal machen, musst mal vorangehen als erfahrener Spieler. Aber der baut da den, der parkt den Bus, der parkt den Bus dahin, Wahnsinn. Will ja auch ein schönes Tor machen, so ist es nicht. So. Ui, den hat er wieder gut gehalten. Das gibt's ja nicht, du bist da hinten wie eine Wand. Es also, gibt Gründe, wieso ich natürlich Italien gewonnen habe. Man nennt euch auch die Festung, oder? So ist es. Aber über die Mittellinie kommst du halt zu selten. Zweite Halbzeit, Doppeltore. Oh Gott. Das ist nochmal ein Foulspiel. Da gehen wir nochmal schön drüber über den. Und Brand. Macht ihn wieder nicht rein. Das machst du wirklich gut da hinten mit 24 Mann vor deinem eigenen bzw. 3-0, das heißt, du musst 2 Tore schießen, dann habe ich gewonnen, richtig? Ja, es gibt auch manchmal mal 3. Sogar das heißt, wenn du ein Tor schießt, dann hast du es schon, dann bist du wieder beim Unentschieden. Mal schauen, was jetzt kommt. Das ist ein Passspielboost. Aber wie viele Tore gibt es? Mal 2 sogar. Sehr gut. Klostermann durch. Gnabry, ja, der hackt halt auch rein, wie er will, ne? Mal zurückziehen und Abschluss ins lange Eck. Schade. Muss ja wieder mal 1-2 Gänge draufschalten bei so, dir. So, welchen Boost haben wir jetzt? Das sieht mir aus wie der Tempo-Boost. Du musst halt auch mal die R2-Taste benutzen. Schau mal, ich kann dich gar nicht einholen. Macht er gut, der Dai, sehr gut. Was für ein schönes Tor. Ja, Wahnsinn. Aber ich dachte, die Tore zielen doppelt. Ja, nicht immer. Du musst da rechts oben hingucken. Das hat gerade falsch kalkuliert. Ziehen. Natürlich habe ich in Lukas in den ersten 45 Minuten sehr viele Chancen gelassen, ja, damit auch sein Ego hier geboostet wird und nicht nur seine FIFA-Skills. War vielleicht falsch kalkuliert. So, jetzt hier, mal 3. Siehst du es immer rechts oben? Passspielboost, mal 3. Ja, das ist natürlich klar, dass du mal 3 bekommst. Komm, ich gebe dir den Ball. Hier, hast du den Ball. Jetzt schauen wir mal, was du mit mal 3 machst. Das darfst du mir nur nicht in die Füße werfen. Nicht nervös werden. Oder du kannst sie mir so geben, indem du ihn direkt rausschlägst. Da. Deswegen. Nochmal gebe ich ihn dir nicht. Kimmich, sehr gut. Frechheit. Und wieder eine Dreieck gebildet. Wieder außen einer da. Wieder in der Mitte. Auf der anderen Seite. Und drin ist das Ding. Sehr schön trocken ins kurze Eck. Und 8-1 steht's da. Da musst du jetzt mal eine Schippe drauflegen nochmal. Dein Defensivverhalten ist nicht mehr so wie in der ersten Hälfte. Wobei natürlich jetzt sehr schnell gespielt wurde. Schießen Boost. Jetzt kommst du langsam in die gefährliche Zone. Von der Eckfahne würde ich vielleicht nicht schießen. Aber wenn du jetzt den Ball in die Mitte kriegst, was du nicht schaffst. Der schießt jeder, das ist voll. Ja, das ist ein Körper. So. Dann haben wir hier den Ilkay Gündogan. Feiner Techniker. Das ist ein Foulspiel. Boah, Schiedsrichter. Das ist kein Passspielboost, das kommt nicht mehr jeder Pass automatisch an. Gnabry geht durch da, wieder mit L1 geschickt und jetzt haben wir den Schießenboost. Und drin ist das Ding. Der wäre, glaube ich, aber wahrscheinlich auch so reingegangen. Das sagen sie alle, gell? So, Dai, was hast du? Passspiel, schau mal, aber mal 3 zählt's. Aber weg ist der Ball. Musst du mehr passen, hier. Ein schönes direktes Spiel. Es geht super einfach. Du kannst mit L1 die Leute schicken. Hat er gut verteidigt. Aber schon immer dahin spielen, wo du auch einen Mitspieler siehst, ne? Nicht blind. Ja, wollte ich den Torwart rausspielen, aber kam der Innenverteidiger noch dazwischen. So. Schön. Schade. Hier, der Sané fehlt irgendwie in der Aufstellung, ne? Er ist auch in Realität ist auch verletzt, von daher. Das ist natürlich Abseits. Ja, das war Abseits leider. Was haben wir denn hier? Tempo-Boost hast du. Da hast du dein Tor gemacht. Kriegst du vielleicht nochmal hin. Hast du eh nur 9 Tore aufzuholen. Ist eine leichte Sache. Jetzt renne über die Außen. Ah, ich kriege ihn nicht. Ich kriege ihn einfach nicht. Spiel mal auf Abseits. Er rennt alleine durch, macht er clever. Macht er clever. Und jawohl! Da ist das Tor. Das Tor rein, Wahnsinn. Unglaublich. Sehr gut.
Ja, schau, willst du dir das nochmal anschauen? Wirklich? Das willst du dir jetzt nochmal anschauen? Also ich muss ja tatsächlich sagen, wir haben heute Flügelspiele durchgenommen, heute schnelle Spiele auf den Außen und ja, aber der Tempo Boost, das sind ja keine schnellen Spiele. Der Tempo Boost oder Tempo Boost, der gefällt mir am meisten jetzt. Ja, tschau, der Yogi regt sich auch auf. Was haben wir denn hier? Es gibt, glaube ich, auch eins, da sind alle geboostet. Und über ihn drüber. Das ist ein Elfmeterschiedsrichter. Zweite Runde. Oh, alle Boosts habe ich. Also du siehst ja, wo ich hinschieße. Komm, ich schieße mal hier oben rein. Hältst du trotzdem nicht? Ja, dann hältst du. Gigi Donnarumma. Tor-Talent. Schießen Boost. Schön. Oh, wie blockt er den denn? Auch diese Doppelpässe, die so leicht hoch sind, sind absolut geil. Das war schönes Tor. Flashback FIFA 19. Die ging da sehr gut. So, welchen Boost haben wir denn jetzt? Ist das der Pass? Das ist taktisch einfach auch mal ganz clever. Wenn ihr im Spiel drin seid und keine Möglichkeit habt, wirklich in den 16er zu kommen, mit einem Doppel-X-Pass auf den Stürmer den Ball zu spielen, der Ball kommt halb hoch und dann Volley direkt abzuziehen ins kurze bzw. lange Eck. Genau. Das war ein mieser Fehler. Das ist rot. So, haben wir hier einen Freistoßschützen, der was kann. Freistoßplätze, oh boah, das sieht ganz über aus. Machen wir doch mal mit dem Gündogan, vielleicht klappt das ja. Schön hier oben anvisieren, Topspin machen und an die Latte schießen, genauso soll es sein. Wir spielen ja nicht Lattenschießen, ja. Und das ist natürlich auch ein Foul. Das ist ein Foul. Jetzt kommt der Nico Schulz noch rein bei mir. So, also bei Haule Lukas hättest du fast gewonnen, brauchst nur noch zwei rote Karten. Hier alle Boosts, also wenn du jetzt kein Tor schießt, dann ist dir nicht mehr zu helfen und die ist nicht mehr zu helfen. Und drüber, oh mein Gott. Da kommt natürlich wieder die Arroganz raus. Ja, das stimmt. So, da machen wir gleich Druck. So, Gündogan auf den Torwart zu. Oh, das ist ein... Die Tore habt ihr natürlich bei uns auch auf TikTok gesehen. Ja. Ihr wisst jetzt genau, wer diese Videos macht. Ja. Es ist immer einer von den Pro-Coaches. Die haben es natürlich drauf. Das war natürlich ein schönes Tor. Genau. Das war der Free-Touch-Roulette mit einem Trickshot. Super Ding. Klappt natürlich nur, wenn man ein bisschen Platz hat, wenn man ein bisschen Zeit hat. Alle Boosts sehe ich gerade da. Jetzt time to shine. Ach komm. Das Torwart bewegen. Kurze Eck zustellen und er schießt ihn eiskalt ins Lange. Dai, Weltklasse, 15-15. 10 Tore noch? Sieht doch gar nicht mehr so übel aus für dich. Also in echt oder in dem Spiel hätte ich ihn wahrscheinlich ins Kurze geschossen, aber du hast es natürlich gut erkannt und hast ihn dann direkt ins Lange gebracht. Haben wir hier noch irgendwo einen 5-Sterne-Skiller? Und das mit 11 gegen 8 Mann. Ja, ja, Wahnsinn. So schlecht ist das alles nicht. Schau mal, cheese ihn die einfach rein für dich. Für so eine Aussage. Für so eine Aussage. Wieder alle Boost-Taste. Jetzt brauche ich nochmal den Ball irgendwie. Ja, jetzt habe ich dich umgehauen. Das ist natürlich auch eine rote Karte, der Schiedsrichter. Das wissen wir auch. Weil du alle Boost hattest. Boosts, kann man ja nicht sagen, richtig. Ja. Schöner Pass von dir nochmal. Danke dafür. Nico Schulz, der ist noch frisch. Der ist noch frisch. Komm, Junge. Genau. Schön Rabona und oh! Zu auch gerade mal wieder der Herr Profi. Zu Zerda. Schade. Naja, du hast jetzt noch eine halbe Minute für 13 Tore. Kriegst du hin. Hoch zum Kopfball. Und das Spiel ist aus. Daher, ich bedanke mich natürlich mal wieder, dass du mir die Revanche gegeben hast, weil letztes Mal hast du ja gewonnen, ganz klar. Spaß hat's gemacht, genau. Ja, die Revanche ist dir natürlich gelungen. Ja. Hat mir natürlich definitiv Spaß gemacht. Es ist natürlich klar, dass ich dir natürlich Chancen lasse. Ja? Ach so. Und du natürlich auch ja, natürlich. Allem, natürlich. Ja, scheinen kannst, sagt man natürlich. genau. Also, das war Flügelspiel und Hausregeln. Wir kommen wieder zurück mit den geilsten Tricks, Skill-Moves und natürlich auch den besten Tutorials, wie man eigentlich besser wird und auch natürlich alle Siege in der Weekend League einfahren kann. Genau. Mit Pro Schnickst 2519. Und ja, ihr habt schon gehört, wir arbeiten an dem geilsten Gaming-Erlebnis aller Zeiten gerade. Von daher bleibt gespannt. Ansonsten bis dahin holt euch das Skillbook auf www.gamers-academy.com. Und dann sagen wir vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal, eure Gamers Academy. Und Servus. Ciao.